So, da sind wir wieder. Wir haben gerade den guten bzw. den ersten Namenlosen, der damals wahrscheinlich noch einen Namen hatte, in uns vereinigt. Davor haben wir den, wie hieß der? Der Pragmatische und auch den Paronin in uns aufgenommen. Und ich würde gerne wissen, nachdem wir den ersten uns aufgenommen haben, können wir jetzt mittlerweile diese Kugel verwenden? Als du diesmal die Kugel hochhebst und untersuchst, spürst du, wie die Erinnerungen deiner ersten Inkarnation dich aufwühlen, aber sie sind keine penetranten oder treibenden Kräfte. Sie sind ganz ruhig, wie die Gedanken eines Mannes, der einen weiten Weg zurückgelegt hat, um einen Freund zu treffen, den er ewig nicht mehr gesehen hat. Als du seine Gegenwart und deine Gedanken spürst, siehst du die Kugel in einem ganz anderen, ganz neuen Licht. Nicht als etwas Hässliches oder Scheußliches, sondern als etwas Wertvolles, wie ein neugeborenes Kind. Die Kugel ist der Hüter der letzten Augenblicke, bevor du Ravel in der grauen Einöde trafst und das Unmögliche von ihr verlangtest. Du weißt, warum du sie gefragt hast, und du weißt, dass du einfach nur die Oberfläche der Kugel mit beiden Händen berühren und bedauern fühlen musst, damit sich der Stein dir öffnet. Ich halte den Stein fest und zeige Bedauern. Die Kugel glitzert in deinen Händen. Die Hülle der Kugel löst sich in Tropfen ab und wird zu einem Bronzeregen, der dich umgibt. Mit jedem Tropfen, der dich erreicht, fühlst du eine neue Erinnerung erwachen. Eine verlorene Liebe, einen verlorenen Schmerz, einen schmerzlichen Verlust. Und mit alledem kommt der große Druck von Bedauern. Das Bedauern unüberlegter Handlungen, das Bedauern des Leids, das Bedauern des Kriegs, das Bedauern des Todes. Und du merkst, wie dein Geist sich unter dem Druck zu beugen beginnt. So viel, alles auf einmal, so viel Schaden, der anderen zugefügt wurde. So viel, dass man eine ganze Festung aus diesem Schmerz errichten könnte. Na, was für ein Zufall. Ich konzentriere dich, achte auf das Zentrum, auf mein Zentrum. Und plötzlich, unter den Qualen des Bedauerns, fühlst du wieder die erste Inkarnation. Seine Hand, unsichtbar und schwerelos, liegt auf deiner Schulter und stützt dich. Er spricht kein Wort, aber durch seine Berührung erinnerst du dich plötzlich an deinen Namen. 2 Millionen Erfahrungen zugewonnen? Okay. Und es ist so einfach, gar nicht, was du erwartet hattest, und plötzlich fühlst du dich getröstet. Nun, wo du deinen Namen weißt, deinen richtigen Namen, weißt du auch, dass du den vielleicht wichtigsten Teil deiner selbst wiedererlangt hast. Du kennst deinen Namen, also kennst du dich selbst, und du weißt jetzt, dass es nur sehr wenig gibt, was du nicht tun kannst. Die Hand der ersten Inkarnation hat deine Schulter losgelassen und er beobachtet dich mit einem sanften Lächeln. Das war immer mein Name, aber wenn ich... Die erste Inkarnation legt einen Finger auf seine Lippen und du verstummst. Er nickt in Richtung des Symbols auf deinem Arm, als ob er dir sagen möchte, du sollst es verwenden. Ich untersuche meinen Arm. Gegenstand hinzugewonnen, okay? Das Symbol von Torment sieht irgendwie spröde aus, als ob es nur noch gerade so eben an deiner Haut haftet. Unbewusst streckst du deine Hand aus und ziehst das Symbol vom Arm. Es gibt mit leichtem Widerstand nach, so als wenn man Schorf abzieht. Als du das Symbol in der Hand hältst, weißt du, dass du seine Macht nutzen kannst. Es beherrscht dich nicht länger. Ich trage das Symbol nicht länger. Heißt das? Als du deine Frage halb gestellt hast, bemerkst du eine tonnenschwere Stille in deinem Geist. Du kannst die Anwesenheit der ersten Inkarnation nicht mehr fühlen. Oh, ich nehme das Symbol von Torment. Ich fühle mich stärker. Und bin eine weitere Stufe aufgestiegen. Schon gut. Habe ich das Symbol von Torment irgendwie Haut des Bedauerns? Dies ist ein Stück deines Fleisches, in das Worte des Bedauerns eingeritzt sind. Es ist ein kleines, zerfetztes Ding, aber allein der Anblick lässt sich erschaudern. Es hat ein eigentümliches Gewicht und fühlt sich ungewöhnlich schwer. Nein, das ist es offenbar nicht. Klingender Stein. Wo ist es denn? Tätowierung der größeren Präsenz, Hautfetzen, Tätowierung der weinenden Steine. Symbol der Folter, da ist es. Ich kann nur von Namenlosen verwendet werden, ruft Rune Folter vor. Dieser Streifen Fleisch hält das Symbol der Folter, das du immer getragen hast. Es hat sich von deinem Arm abgeschält, als du deinen wahren Namen erkannt hast. Das Symbol beherrschte dich jetzt nicht mehr und vielleicht kannst du deine Macht dazu nutzen, deinen Feinden Vergeltung zu bringen. Nur indem du es hältst und seine Macht anrufst, kannst du all deinen Schmerz und all dein Leiden aus deinen früheren Inkarnationen auf seine Feinde bringen. Das ist mal sehr geil. Ich würde das gerne natürlich nehmen und eventuell gegen dieses hier austauschen. Wäre lustig gewesen, wenn es gleich wieder direkt auf meinen Arm gepappt hätte. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen, das machen wir auch gleich nochmal. Ich habe verbesserte Rettungswürfe und meine Kampfesfähigkeiten wurden auch verbessert. Fähigkeiten zum Einprägen von Zaubern haben zugenommen. 7 gewonnene Charakterpunkte. 7! Was soll ich denn mit 7 Charakterpunkten machen? Mal rein aus Interesse. Was wäre eigentlich, wenn ich... Ändert sich der Text jemals noch? Nein. Also 25 ist das Maximum, was man überhaupt erreichen kann. Dann gehe ich jetzt mal bei 25 auf mit 25 Intelligenz, einfach aus Prinzip, die jetzt die höchsten Werte darin haben. Deine Intelligenz kennzeichnet sich als einen der brillantesten Denker im Multiversum.
Ich möchte auch ein entsprechendes Charisma haben. Möchte ich das haben? Weiß gar nicht. Legendär? Ja. Dein Charisma ist legendär. Du wurdest zum Führer geboren. Armeen würden ihr Leben für dich geben. Okay, 2 Punkte haben wir noch übrig jetzt. Kann ich vielleicht noch auf Geschick setzen, weil. Dein außergewöhnliches Geschick verleiht dir deine Rüstungsklasse einen +1-Bonus. Nehmen wir nämlich gleich mal. Einfach allein deswegen, weil wir vielleicht besser treffen können mit unserem Messer, falls wir keine Zauber mehr haben. 7 Charakterpunkte. Habe ich gerade sozusagen die maximale Stufe erreicht, die man überhaupt noch erreichen kann. Kann das sein? Zauberkundiger Stufe 23. Die nächste ist wahrscheinlich jetzt unerreichbarer Fall. Das heißt, ich kriege nochmal so einen 2-Millionen-Schub. Das ist ganz schön krass. Was mich aber jetzt noch interessieren würde, kann ich jetzt noch mehr Zaubersprüche irgendwo mir reinziehen? Ja, hier kann ich noch einen weiteren Blitz lernen, 2 sogar. Alter Verwalter, den Hütermantel nehme ich doch mal mit. 50 Sekunden plus 5 Sekunden pro Stufe bin ich geschützt, weil ich nämlich noch einen zweiten davon und noch eins davon. Achtergrad. Uiuiuiui. Mechanuskanonen par excellence und jetzt geht's aber ab. Jetzt bin ich der größte Magier der Welt scheinbar. Todesblitz nehme ich auch noch einmal und noch eine weitere Höllenfeuerkanone. Die Mechanuskanone. Nehme ich noch 3-mal himmlische Heerscharen, natürlich. Obwohl die verschiedenen Hörigen und Zauberwesen der himmlischen Heerscharen gern als Verkörperung von Güte, Mitgefühl und Milde angesehen werden, steht ihre Macht der Bartors oder des Abgrunds in nichts nach. Wehe dem, der die Schlagkraft der oberen Ebene unterschätzt. Der Zauber beschwört eine Reihe mächtiger Fantasiegebilde, mit deren Hilfe alle Feinde auf einer Fläche von 15 mal 15 Metern ausgelöscht werden. Ihre gemeinsamen Angriffe verursachen 40 bis 120 Punkte Schaden und ein Rettungswurf ist nicht möglich. Diese Geister gehören zu den mächtigsten Himmelskreaturen der oberen Ebenen, Astrala Deva, Phönix, Sonnen-Asimon und ein Golddrache. Ach, das ist aber sehr angenehm. Erzählt er gerade, gibt es nicht. Habe ich auch nicht. Ich werde kurz mal ruhen. Das ist ja wohl mehr als gerechtfertigt. Bin ich so unglaublich mächtig dadurch geworden, würde ich mal sagen. Speicher mal. Das ist schon echt kracht. Also jetzt fürchte ich mich vor dem Endkampf ehrlich gesagt gar nicht mehr, auch wenn der Gegner ganz schön heftig ist. Wo ist denn eigentlich das Ding mit den Doppelungen? Fast Verdoppelung. Ich erstmal das wirke und dann irgendwie eine Kanone wirke und dann noch diverse Heerscharen, das ist schon harter Shit, sag ich mal. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt, was jetzt Dayonara noch zu sagen hat. Vor dir steht die geisterhafte Form Dayonaras. Ihr gespenstisches Gewand scheint von einer ätherischen Brise bewegt zu werden. Ihre Augen heften sich auf deine und du spürst ein seltsames, unzusammenhängendes Gefühl, als würdest du in mehrere Augenpaare auf einmal blicken. Dayonara? Mein Liebster. Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe dich gesucht, nachdem ihr durch den Kristall getrennt wurdet. Diese Festung erstreckt sich über hunderte von Meilen. Ich fürchtete schon, du seist mir verloren. Ihre gespenstischen Augen betrachten dich gut. Suchen deinen Körper nach frischen Wunden ab. Geht es dir gut? Ich glaube ja. Der Kristall hat mich geteilt, aber jetzt bin ich wieder eins. Aber jetzt sitze ich hier fest. Ich habe den Verdacht, dass es das wirkliche Ziel des Kristalls war, dich hier einzusperren. Aber für mich stellt das kein Hindernis dar. Sie schließt die Augen. Meine Augen sehen vieles und die Hallen der Festung sind mir wohl bekannt. Wenn du hier gefangen bist, Liebster, dann werde ich dafür sorgen, dass du befreit wirst. Wohin möchtest du gehen? Ich will meinen Widersacher finden und ihn besiegen. Ich will dorthin gehen, wo meine Sterblichkeit ist und sie zurückholen? Guter Punkt. Ich möchte kurz mit dir sprechen und dir erzählen, wie du gestorben bist und warum. Das ist ein guter Punkt. Wovon sprichst du? Wahrheit. Als ich in die Festung brachte, da wollte ich, dass du hier stirbst. Ich brauchte jemanden, der zurückbleibt, damit er als Bindeglied zu diesem Ort fungieren würde. Ich wusste, dass du mich so liebtest, dass deine Liebe den Tod wieder hinausschieben würde und es dir erlauben würde, ein Geist zu werden. Und deshalb musst du nun leiden. Lüge? Als du hier starbtest in der Festung, geschah es wegen dem Gegner, der auf uns wartet. Nein, ich werde die Wahrheit sprechen. Dayonaras Gesicht ist eine Maske, während du die Worte aussprichst. Wahrheit. Es tut mir leid, Dayonara. Liebst du mich? Wenn du ja sagst, dann bedeutet alles, was passiert ist, nichts. Lüge. Natürlich liebe ich dich. Selbst der Tod kann das Band zwischen uns nicht zerschneiden. Ich glaube, das ist eine Lüge, die er jetzt gut tun würde. Die Wahrheit ist, dass ich nicht liebe. Ein Teil von mir hat sie vielleicht mal irgendwann geliebt, aber der Teil, der sie damals kennengelernt hat, hat sie tatsächlich nicht geliebt. Wahrheit, es tut mir leid, Dayonara, das tue ich nicht. Ich habe dich nie gekannt. Vielleicht, wenn ich dich unter anderen Umständen getroffen hätte. Ich versuche sie anzulügen, es ist das Beste für sie, glaube ich. Dann werde ich dir helfen, Liebster. Sag mir, wie ich dir helfen kann und ich werde es tun. Ich bin hier gefangen. Kannst du mir helfen, hier rauszukommen? Ja, ich will mal kurz gucken, wo meine Sterblichkeit ist. Wie du wünschst, mein Liebster. Sie streckt ihre Hand aus. Berühre meine Hand und die Mauern der Festung werden keine Mauern mehr für dich sein. Ich berühre ihre Hand.
Ich verzeihe dir deine Taten. Ich warte auf dich in den Gewölben des Todes, mein Liebster. Na, mal schauen. Erledigt. Hier soll also meine Sterblichkeit. Oh. Oh. Ach, ich nehme mal, das hätte uns beides wahrscheinlich zum selben Ort geführt. Das ist der Endgegner. Gleichzeitig. Moment, ich speichere nochmal. Hier, die Unsicherheit. Warum eigentlich nicht? Das, obwohl die Unsicherheit. Haben wir noch irgendeinen Schwerpunkt, der außerhalb ist? Sag ich mal C. Völlig egal. Sichern. Ich glaube, dass ich. Dass das mit dem Widersacher. Also, dass alle Optionen letztendlich hierher geführt hätten im Großen und Ganzen. Wer ist das denn? Ist das Anna? Das ist Morte, das ist Duck Con. Ich hätte gerne die Leute wiederbelebt. Ja, das war natürlich ziemlich dumm. Vielleicht gleich das Ganze kurz mal. Warum kann ich eigentlich Tote erwecken auf einen Gegenstand ausführen, aber nicht auf die Person? Verstehe ich nicht schon ganz. Gut. Oh. Ja, hier ist alles, was, ich kann doch wohl... Nee, kann ich wirklich nicht. Okay. Okay. Oh, was war das gerade? Verdammter Mist. Entschuldigung. Ich habe gerade irgendwas abgebrochen, was ich gar nicht wollte. Ich bin weg. Wir gehen also mal darüber. Und klicken nichts. Du bist also gekommen. Dann wirst du eben noch einmal sterben. Okay. Dann spreche mich nochmal an. Hallo Transzendenter. Hallo Transzendenter. Hallo Transzendenter. Ach ja, jetzt. Du bist also gekommen. Du bist hier nicht willkommen, Gebrochener. Was hast du meinen Freunden angetan? Sind sie tot? Ja. Im Gegensatz zu dir haben sie nur ein Leben. Und sie haben es deinetwegen weggeworfen. Sie starben für dich, wie sie es immer getan haben. Das ist die Art aller sterblichen Dinge. Es ist das Schicksal aller, die dir folgen, Gebrochener. Du hast viel vergessen. Warum hast du das getan? Sie haben versucht, mir zu schaden. Ausgerechnet hier. Ich habe mich verteidigt. Dadurch hat sie die Sterblichkeit sie gefordert. Ihr Tod kam durch ihre eigene Hand. Ich habe ihnen die Möglichkeit gegeben, diesen Ort zu verlassen, aber sie wollten dir unbedingt helfen, ungeachtet der Kosten, die es ihnen verursachen würde. Du hast sie also umgebracht. Das Scheusalsmädchen hat dich besonders heftig verteidigt. Ihre Gefühle für dich brannten heller als die Feuer des Elysium. Ich hatte kein Vergnügen an ihrem Tod. Warum hast du es dann getan? Es war mein Wille. Ich war es nicht, der sie hierher gebracht hat. Sie alle hatten eine Wahl und sie haben sich entschieden, für dich zu sterben. So ging es immer mit allen, die dir folgen, denn sie sind gepeinigte Seelen, die nach Erlösung suchen, aber sie wissen nicht, warum. Du hast es vergessen und du wirst es wieder vergessen. Ich kenne dich als das, was du bist. Du bist meine Sterblichkeit. Deine Rüstung, sie ist verdreht wie die Äste von Bäumen. Diese Dinge lassen auf Ravels Zauberei schließen. Ah, du bist meine Sterblichkeit, das ist ja krass. Ja, ich bin das, was durch die Kraft der Hexe von dir abgespalten wurde. Das erklärt, warum du so ein mächtiger Widersacher bist. Ich bin das, das das ganze Leben begleitet. Meine Stimme ist eine Todesrassel, ein letzter Atemzug in der Kehle, das Flüstern eines sterbenden Mannes. Ich bin aus dem Gefängnis deines Körpers befreit worden. Von mir befreit? In dem Moment, als ich von deinem krebsigen Hülle getrennt wurde, erkannte ich das Leben. Ich erkannte die Freiheit. Ich werde mich dir nicht ergeben.
Wir sollten nicht getrennt werden und die Ebenen haben wegen unserer Trennung gelitten. Du weißt nichts von Bedeutung und von Trennung. Bevor deine Erinnerung wieder stirbt, wisse, dass es nie geplant war, dass wir eins sind. Dies ist das letzte Mal, dass du und ich uns unterhalten, Gebrochener. Da möchte ich etwas von dir wissen, Geist. Ich bin weit gereist und du kannst mir viele Fragen beantworten. Ich werde mich dir nicht unterwerfen. Mache dich auf etwas gefasst, Geist. Wir werden ja sehen, ob meine Sterblichkeit getötet werden kann. Ich möchte natürlich mit ihm sprechen, solange es geht. Ich will ein letztes Mal geduldig mit dir sein. Danach wird in diese Festung wieder Ruhe einkehren. Dann hätte ich folgende Fragen. Stell deine Fragen, doch wisse, dass du dich nie an die Antworten erinnern wirst. Du hast alles getan, um zu verhindern, dass wir uns von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Warum? Glaubst du, ich fürchte mich vor dir, Gebrochener? Das tue ich nicht. Schickst du deshalb Schatten nach mir aus, um mich zu töten, anstatt es selbst zu versuchen? Es ist dir noch nie gelungen, mich zu töten, und es wird dir nie gelingen. Schickst du deshalb Schatten nach mir aus, anstatt sich selbst zu stellen? Es ist noch nie gelungen, mich zu töten, doch ich vermute, dies ist auch nicht nie ihr Zweck gewesen. Sie töten mich nur, damit ich vergesse. Oh ja. Die Hülle deines Geistes birgt nichts, was von Belang ist, Gebrochener. Außerdem wissen, wo du bist und was du bist. Ich könnte es weitergeben oder dich selbst wieder besuchen. Ich könnte mich eines Tages erinnern, wie man zu dir gelangt und dann müsstest du mir erneut begegnen. Deshalb sollte ich alles vergessen, stimmt's? Wie ich sehe, hat die Klinge der Zeit dir doch nicht den ganzen Verstand geraubt. Mein Zweck ist es immer gewesen, dass du vergisst. Aber weshalb? Weshalb? Weil ich nie mehr deine Präsenz ertragen will, Gebrochener. Du bist ein Ärgernis, ein Andenken an das Leben, wie es früher war, und solche Andenken verabscheue ich. Ich will in Ruhe in meiner Festung leben. So wie du mich vergessen hast, möchte ich auch dich vergessen, für immer. Das kann ich akzeptieren, aber ich werde es nicht länger zulassen, dass du mich angreifst. Lass deine Schatten hier und lass mich mein Leben leben, dann lasse ich dich deines leben. Das ist bestimmt auch nicht der Grund. Ich glaube eher, ich soll alles vergessen, weil du mich fürchtest. Ich brauche meine Energie, um diesen Ort zu verteidigen, Gebrochener. Sonst würde ich dich jedes Mal mit meiner eigenen Hand erwürgen. Ich kann die Mauern dieser Festung nie für längere Zeit verlassen. Ich glaube dir nicht. Entweder du hast Angst, dich mir zu stellen, oder du lügst. Und es gibt einen anderen Grund, weshalb du immer hier bleibst. Doch auch als ich innerhalb des der Festungsmauern war, hast du dich nicht selbst versucht, mich aufzuhalten, sondern stattdessen Iglus nach mir ausgesandt. Oh ja. Der Magier kam sehr gelegen. Sein Zorn auf dich ist groß. Ich hielt es für angemessen, dass er sich an dir rächen kann. Wenn die Ebenen dir keine Gnade lehren konnten, dann vielleicht der Schmerz. Er wollte sich rächen, weil ich ihm die Kunst gelehrt und ihm den Schmerz bereitet habe. Ja, so wie der Schmerz ihm eine Lehre war, dachte ich, er könnte es auch für dich sein. Doch der Magier war schwächer, als ich dachte, und jetzt bist du hier. Bald wird zwischen uns alles zu Ende sein, Gebrochene. Also hast du Ignus geschickt, um mich aufzuhalten. Doch als er gescheitert war, bist du mir dennoch nicht selbst begegnet. Auch als du gekonnt hättest. Stattdessen hast du versucht, mich mit diesem Kristall zu fangen. Ja, der Kristall ist ein Kerker. Vielleicht der größte, den es je gegeben hat. Ich habe ihn benutzt, weil ich es müde war, dich ständig in den Ebenen zu suchen, Namenloser. Du bist schwer zu finden. Ich wollte dich lieber an einem Ort in der Nähe haben, wo ich dich sehen kann. Der Kristall ist ein solcher Ort. Ich möchte wissen, wie du dich aus dem Kristall befreit hast. Warum bin ich erstmal schwer zu finden? Es ist unwichtig. Warum sagst du es dann nicht? Ich würde es ohnehin vergessen und es zum letzten Mal wissen. Genau wie Namen Macht bedeuten, liegt auch Macht darin, keinen Namen zu haben. Denn namenlose Wesen wie dich und mich verlieren die Ebenen gerne aus den Augen. Ich möchte wissen, wie du dich aus dem Kristall befreit hast. Jemand hat mir geholfen, die Frau, die ich vor langer Zeit hierher gebracht habe. Dayonara hat mich befreit. Ich habe meine Methoden. Mich kann nichts aufhalten, weder ein Kerker noch du in diesem Augenblick. Wie anmaßend. Wir werden dich noch heute auf die Probe stellen, Gebrochener. Das wird sich zeigen. Es gibt aber noch andere Dinge, die ich wissen möchte. Ich habe ja von Dayonara nichts erzählt, weil ich nicht weiß, wie er mit dir umgehen wird in der Zwischenzeit. Nun. Was gibt's denn noch? Ich habe, genau, ich mag unsterblich sein, aber Ravel hat mir gesagt, dass das Ritual einen Fehler hat. Jedes Mal, wenn ich sterbe, verliere ich einen Teil meines Gedächtnisses. Im Laufe vieler Tode werde ich sogar meine Fähigkeit verlieren, selbst zu denken. Das spielt keine Rolle. Du kannst nicht sterben. Du kannst zwar deinen Geist verlieren, aber dein Fleisch wird weiterleben. Mehr ist nicht nötig. Nötig, warum? Ja, weil... Achso, du wolltest mich gar nicht töten, weil ohne mich gäbe es dich nicht mehr, nicht wahr?
Uns beide verbindet etwas, und wenn es noch so gering ist, ich will nicht, dass du vernichtet wirst, sondern nur, dass du weit weg von mir bist. Oder gefangen, nicht wahr? Warum hast du dann die ganze Zeit versucht, mich zu töten? Das hat keine Bedeutung. Wirklich? Vielleicht wolltest du mich ja nicht töten, weil diese Verbindung mit meinem Tod entzweit würde. Es wäre auch dein Ende. Du kannst nicht sterben. Aber wenn ich nicht sterben kann, dann kannst du nicht leben. Du bist meine Sterblichkeit. Vielleicht früher, jetzt nicht mehr. Ich habe mich verändert. Ich bin jetzt ein transzendentes, ein höheres Wesen. Schon möglich, aber im Grunde bist du immer noch meine Sterblichkeit. Wenn ich sterbe, stirbst auch du. Du weißt nicht, wovon du redest. Deine Worte sind hohl, genau wie deine Hülle. Ich weiß genau, wovon ich rede. Wenn ich umkomme, dann kommst auch du um. Du hörst zu, aber du verstehst nicht. Du kannst nicht sterben. Doch. Jetzt schon. Ich habe von einem Golem eine Waffe anfertigen lassen, die sogar mich töten kann. Aber ich musste sie an einen Ort bringen, der vom Rest der Ebene abgeschnitten ist, damit meine Unsterblichkeit kein anderes Leben in ihren Sog zieht. Und hier bin ich nun. Du lügst. Ich zeige ihm die Klinge. Glaubst du? Sieh dir die Klinge an. Ihre Beschaffenheit. Wenn du wirklich so allwissend und allmächtig wärst, wie du behauptest, dann wüsstest du, dass diese Waffe mich töten kann. Und da wir verbunden sind, kann sie auch dich vernichten. Das würdest du nicht wagen. Du weißt, dass ich anders würde. Nach all dem Elend, das du mir beschert hast, würde ich sie gerne durch deine spektrale Haut bohren. Wenn du dich weiter widersetzt, werde ich die Klinge gegen mich selbst richten und uns beide vernichten. Oh, guter Punkt. Das ist töricht von dir. Dein Tod hätte keine Bedeutung. Ja, es würde auch dein Ende bedeuten, nicht wahr? Dann habe ich also zwei Möglichkeiten. Entweder ich töte mich selbst mit dieser Klinge, oder ich lasse mich immer wieder von dir töten und mir sogar den letzten Rest meines Geistes rauben. Ich bin für den schnellen Tod. Es sei denn, du hast eine dritte Lösung. Es gibt keine Lösung. Du wirst deine Klinge fallen lassen, dann wirst du dich ergeben. Du wirst diese Festung verlassen ohne dein Gedächtnis. Eine andere Lösung gibt es nicht. Das sehe ich aber anders, mein Freund. Doch, es gibt eine. Vereine dich mit mir, dann werden wir wieder eins, so wie es uns vorher bestimmt ist. Du weißt nicht, was du tust. Wenn wir wieder vereint werden, dann wird alles zu Ende sein. Dann wird es keine Zukunft für uns geben, sondern nur noch weitere Qualen. Aber es ist noch immer noch besser, als das ganze Multiversum weiter wegen uns leiden zu lassen. Wenn wir wieder eins werden, dann werden wir leiden. In uns steckt zu viel des jeweils anderen Wesens, als dass es für uns eine Rettung geben könnte. Wir werden verdammt sein, du weißt nicht, was du tust. Nein, ich weiß sehr wohl, was ich tue, und ich glaube, es ist die einzige Lösung. Mach dich bereit. Wisse, dass ich dich immer gehasst habe, Gebrochener. Wenn wir eins sind, werde ich dich weiter hassen. Wenn deine Hülle schließlich stirbt, wird dein Tod mich mit Freude erfüllen. Damit kann ich leben, und die Ebenen auch. Wisse, dass mein Hass für dich die Ebenen vernichten wird. Mach dich bereit, wir werden wieder eins sein, bis an die letzten Augenblicke deines Lebens. Aber bevor wir es tun, was mit meinen Freunden? Könnten sie gerettet werden? Wenn wir eins werden, werden auch sie wieder eins. Mein Wissen wird dein Wissen sein. Wenn du willst, kannst du ihnen ihr Leben wieder zurückgeben. Ich bin die Sterblichkeit. Die Natur des Lebens und des Todes ist etwas, das ich gut kenne. Gut, ich bin bereit, wieder sterblich zu werden. Okay. Als du deine Macht anwendest, schwebt Morte plötzlich in die Luft. Warte, Meister, du musst mich nicht zum Leben erwecken. Ich habe hier nur ein bisschen rumgelegen und habe eurem Gespräch gelauscht. Du hast deinen Tod vorgetäuscht. Nun ja, ich meine, ich bin doch schon tot und, Meister, was ist mit deiner Stimme los? Ich bin nur etwas anderes. Die Zeit wird knapp und bald werden mich die Zeit und das Schicksal einholen. Ich werde dich zurückholen nach Sigil bringen, Morte, wenn du das wünschst. Was? Mich zurückbringen? Und was ist mit dir? Komm schon, Meister, ich mag vielleicht ein Feigling sein, aber ich werde dich keinesfalls hier zurücklassen. Viele Verbrechen wurden begangen, als ich und meine Sterblichkeit getrennt waren. Diese Verbrechen haben ihren Preis. Wo ich bald sein werde, kannst du nicht hingehen. Nun, ich könnte trotzdem mit dir gehen, Meister, wenn du möchtest. Ich meine, wir haben schon Schlimmeres Nicht dieses Mal. Vielleicht treffen wir uns eines Tages wieder, auf einer anderen Ebene, aber nicht jetzt. Ohne jetzt sentimental zu werden,
Aber es war mir ein Vergnügen, Meister. Leb wohl, Mortal. Jetzt sprech mit allen nochmal, oder? Ja. Du wendest deine Macht an, ein Luftstrom setzt ein und Anna rührt sich. Sie hebt langsam den Kopf und schüttelt ihn verwirrt. Anna, bist du in Ordnung? Annas Augen werden größer, als sie deine Stimme hört. Was ist mit dir passiert? Deine Stimme, sie klingt wie ein Echo. Ich habe mich verändert. Ich bin nur an etwas anderes und ich kann nicht mehr lange hier bleiben. Ich bringe dich zurück nach Sigil, wenn du möchtest. Anna öffnet den Mund, dann hält sie inne. Wo gehst du hin? Viele Verbrechen wurden begangen, als ich und meine Sterblichkeit getrennt wurden. Diese Verbrechen haben ihren Preis. Es gibt einen Ort auf den unteren Ebenen, der meinesgleichen vorbehalten ist. Es ist eine Art Bestrafung. Ach Gott, ich komme in die Hölle, oder was? Aber ich will nicht, dass du gehst. Ich werde nie vergessen, wie viel du für mich zu opfern bereit warst, Anna. Anna nickt. Sie sieht aus, als wolle sie etwas sagen, aber dann verstummt sie. Doch der unausgesprochene Gedanke bleibt in ihrem Kopf. Ich brauche deine Worte nicht, um dein Herz zu kennen, Anna. Leb wohl. Dakkon, alter Dakkon! Als seine Macht ihn trifft, schnappt Dakkon nach Luft und blickt geschwächt auf. Er sieht aus, als hinge sein Leben an einem seidenen Faden. Erwache, Dakkon von Schraktlor, letzter Träger der Karachklinge. Als er deine Worte hört, nickt Dakkon langsam. Deine Stimme, weißt du endlich, wer du bist? Ja, es war schwierig und es hat viele Leben erfordert. Viele haben leiden müssen, damit ich mich wieder selbst kennen konnte. Sich zu kennen ist ein schwieriger Weg. Da ich mich nun kenne, weiß ich auch, wo schon bald mein Platz sein wird. Die Zeit und das Schicksal kommen jeden Moment näher und ich werde nicht mehr lange hier sein. Ich bringe dich zurück nach Sigil, Dakkon, wenn du willst. Dakkon verstummt für einen Moment. Als er weiterspricht, ist seine Stimme scharf und durchdringend. Du musst wissen, dass ich dir einst etwas geschuldet habe. Du musst wissen, dass du mir das Leben gerettet hast. Und du musst wissen, dass ich dir gefolgt bin, um diese Schuld zu begleichen. Ich habe mit meinem Leben für deins bezahlt. Die Schuld ist beglichen. Sehr gut, Dakkon. Unsere beiden Tode waren wie einer. Du wirst diesen Ort als freier Mann verlassen. Das war ein schöner Dialog. Unsere Verbindung würdig. Du wendest deine Macht an und hauchst Nordroms Hülle die Seele ein. Ganz langsam, bis du bemerkst, dass sie wieder zurück in ihren Körper das Modron gleitet. Nordroms Hülle bebt, dann kommt er auf die Beine. Nordrom. Nordrom blinzelt seine Augendeckel klimpernd schnell, dann erweitern sie sich zu Punkten, als ob er dich anstiehlt. Deine Stimme liegt außerhalb der bekannten Standardparameter. Ich bin wieder ein Ganzes geworden. Ich habe mich verändert, aber ich kann nicht mehr sicher lange hier bleiben. Ich bringe dich zurück nach Sigil, Nordrom, wenn du willst. Frage: Wo ist dein nächstes Ziel? Nordrom wird dich begleiten und schützen. Ich habe viele Verbrechen in vielen Leben begangen. Ich gehe nun zu einem Ort der Bestrafung. Du kannst nicht mit mir kommen. Auswahlfrage: Brauchst oder willst du Nordroms Anwesenheit nicht? Du kannst mir nicht folgen, Nordrom. Ich habe keine Wahl. Andere Mächte bestimmen nun mein Handeln. Sie haben es immer getan. Aber nun wissen sie, wer ich bin und sie kommen jeden Moment näher. Nordrom gibt ein kurzes metallisches Rasseln von sich. Dann beginnen seine Armbrüste in seinen Händen zu klicken und zu klimpern. Nordrom erweist Danksagungen. Du hast Nordrom geholfen, seine Identität zu finden. So wie du mir geholfen hast, meine zu finden. Ich schenke dir die Freiheit, Nordrom. Erkunde, lerne, wachse. Vielleicht sehen wir uns wieder auf einer anderen Ebene weit in der Zukunft. Antwort: Gehört und zur Kenntnis genommen. Nordrom erwartet besagten Tag. Bleib bei deiner Logik, Nordrom. Du wirst merken, dass sie ein besserer Schild ist als die meisten anderen Leidenschaften, die die Ebenen beherrschen. Dieses Problem basiert nicht länger auf reiner Logik. Leb wohl, Nordrom.
Sind wir jetzt im ewigen Krieg gefangen, oder was? Das wäre mal interessant. Wir haben es geschafft. Ich habe es geschafft, tatsächlich. Ihr habt es mit mir geschafft. Ein Spiel, das tatsächlich so großartig ist, dass ich es kaum in Worte fassen kann, wenn ich ehrlich bin. Ich habe wie immer nichts vorbereitet, wie ich halt so bin. Ich habe nicht wie immer, aber ich habe gerade nichts vorbereitet, tatsächlich. Ich versuche aber mal ungeordnet meine Sinneseindrücke oder Gedankenströme entgegenzublubbern, die ich gegenüber diesem Spiel empfinde. Also, wie ich schon eben sagte, das ist wahrscheinlich eines der großartigsten Spiele, was ich jemals gespielt habe, wenn nicht sogar das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Das ist nicht leicht dahergesagt. Ich glaube, das ist ein Spiel, was sozusagen die Grenzen des Mediums Spiel tatsächlich auslotet. Also, ich habe tatsächlich überlegt, wäre es möglich gewesen, dieses Spiel zu verfilmen? Oder beziehungsweise wäre es nicht besser gewesen, dieses Spiel als Buch irgendwie zu konsumieren? An den beiden Fällen muss ich tatsächlich sagen, nein! Ein Film wäre viel zu platt, um all die Sinneseindrücke zu erfassen, die sozusagen, die noch in den ganzen Dialogen mit aufkommen. So viel inneren Monolog kann man gar nicht bieten. Oder beziehungsweise es würde einfach extrem verwirrend werden für alle Beteiligten. Also man müsste so unglaublich in sich verschachtelt teilweise sein. Das müsste so sehr verschachtelt sein, diese ganze Bildgewalt, die dafür nötig wäre, dass es für den Betrachter einfach nur unnormal wäre. Also das ist, weiß ich nicht. Ja, kann man eigentlich kaum fassen. Also es ist, könnte auf jeden Fall einen Film oder eine Serie überhaupt nicht leisten, meiner Meinung nach. Natürlich könnte man wahnsinnig viele Effekte oder könnte man einige Dinge gut darstellen, wahrscheinlich mit Effekten und so weiter und so fort. Das wäre auf jeden Fall ein 18 Titel, das ist ziemlich deutlich, glaube ich. Kommt noch was? Nein. Okay. Wäre es besser in einem Buch aufgehoben? Oh, ich kann Dinge wiederholen? Ah nee, das sind einfach nur Konzept-Arts sozusagen. Okay. Wäre es in einem Buch besser aufgehoben gewesen? Habe ich mir tatsächlich wirklich überlegt, ob es vielleicht besser wäre. Es ist schön, dass wir hier keine Musik mehr haben, weil man natürlich sagen kann, das ganze Spiel ist ja im Prinzip wie ein Buch, wie ein interaktives Buch. Und da ist tatsächlich der Scheideweg für mich. Das Spiel ist lange Zeit, also ein Buch wäre wahrscheinlich das, was am nächsten rankommen würde. Aber das würde den interaktiven Aspekt des Ganzen wiederum negieren. Das heißt für mich, ein Teil des Reizes, also natürlich ist die Geschichte großartig geschrieben, viele Dialoge sind großartig geschrieben. Das Interessante für mich ist aber auch gleichzeitig daran, diese Geschichten oder beziehungsweise diese Geschichtenschnipsel, die wir letztendlich immer wieder gefunden haben, einzeln irgendwie herauszufinden. Das heißt, wenn es einfach nur so als Geschichte präsentiert hätte bekommen, ihr wisst schon, was ich meine, dann wäre es nicht ganz so extrem, also es wäre natürlich gut gewesen, sehr reizvoll gewesen, aber es wäre nicht reizvoll genug gewesen. So als Spiel macht es viel mehr Spaß, sich dieses Wissen sozusagen selbst anzueignen, dass man sozusagen mit verschiedenen Personen spricht, dass man mit sich selbst sehr oft spricht, mit Aspekten seiner selbst spricht, mit früheren Leben von sich, mit früheren Begleitern von anderen Aspekten seiner selbst spricht. Das kann man nicht anders ausdrücken, leider. Allein das ist etwas, was ein Buch wahrscheinlich nicht leisten könnte, weil wir haben nun günstigerweise einen Magier gespielt, der über eine sehr, sehr hohe geistige Fähigkeit verfügt, sodass wir sozusagen wahrscheinlich fast das Maximum aus dem Spiel von der Hauptstory so wenigstens mitgenommen haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Erinnerungen mir verborgen geblieben wären, hätte ich einfach nur einen ganz normalen, stinknormalen Kämpfer gespielt, der schnurgeradeaus mehr oder weniger der Hauptstory gefolgt wäre, wenn es überhaupt möglich ist in diesem Spiel. Ich hätte wahrscheinlich nur die Hälfte begriffen, hätte mich einfach irgendwann nur dumm durchgeklickt und ich glaube tatsächlich, dass das Spiel nichts, also wirklich mal gar nichts für den Casual Gamer ist, der einfach nur Bock hat, jetzt mal eine halbe Stunde und dann in zwei Wochen wieder eine halbe Stunde zu spielen. Einfach nur jetzt mal gerade, einfach nur Bock hat, einfach mal ein paar lustige Kämpfe zu machen. Klar gibt es dieses Kampfsystem hier auch bei von D&D, aber darum geht es in diesem Spiel mal überhaupt gar nicht. Ja, und das ist für mich irgendwie auch der Grund, warum, wie gesagt, warum ich das nicht glaube, dass es für ein Buch besser aufgehoben wäre als in einem Spiel. Denn wie gesagt, ich möchte ganz gerne die Interaktivität bewahren und es ist immer wieder ein kleines Glücksgefühl, einen weiteren Geschichtsschnipsel für sich entdeckt zu haben. Dass man jetzt sagt, ach Mensch, mir ist Ravel schon früher begegnet in verschiedenen Inkarnationen, mit diese Näherin oder die Dame, die mir die Magie beigebracht hat, diese Inkarnation und so weiter und so fort. Das ist doch viel interessanter, als einfach nur zu lesen, ja, übrigens, Ravel war sozusagen
sozusagen war ja auch schon eine frühe Inkarnation, war sozusagen in einer früheren Form von irgendwas anderem sozusagen. Wäre nicht unendlich nicht weniger interessant gewesen. Also vielleicht könnten Bücher es noch gut ergänzen. Das halte ich für eine gute Vorstellung, dass sozusagen meine früheren Leben, die jetzt sozusagen nicht mehr in das Spiel gepasst haben, weil das Spiel vielleicht auch schon so recht umfangreich ist, dass man da vielleicht noch ein paar Teile, falls als Kurzgeschichten beispielsweise, wäre es ideal, ein Kurzgeschichtenband, noch so ein paar Erinnerungen aus meinem früheren Leben vielleicht noch wieder aufgreifen würde und sozusagen als Kurzgeschichtenband wieder rausbringen könnte. Das wäre eine Idee gewesen. Aber insgesamt hätte ein Buch niemals die Komplexität fassen können, die das Spielvergnügen mit der gleichzeitigen Wonne des Erlebens der Geschichte letztendlich verbindet. Anders kann man es ja echt nicht ausdrücken, und das habe ich tatsächlich bei keinem Spiel bisher in dieser Tiefe irgendwie erlebt, was hauptsächlich natürlich auch daran liegt, dass ich, glaube ich, in keinem Spiel jemals teilweise extrem verworrene Geschichte habe, die am Ende hatte, die so viel Sinn ergab trotzdem und einfach nur völlig abgedriftet ist. Es gibt einige Spiele, die natürlich auch eine hinreichend komplexe Geschichte haben, die mich letztendlich irgendwie fesseln können, aber viele schaffen den Absprung letztendlich nicht. Viele werden dann irgendwie abgedreht auf irgendeine Art und Weise oder sind in sich irgendwie teilweise nicht stimmig oder kommen mit irgendeiner übergeordneten Macht daher, dass man irgendwie so alles muss mit irgendeiner übergeordneten Macht irgendwas erklären, die irgendwie alles irgendwie richtet. Das hat dieses Spiel günstigerweise nicht. Dieses Spiel ist tatsächlich erstaunlich rund. Es ergibt innerhalb dieses gesamten Kosmos, dem mir ja auch noch erklärt wird nebenbei noch in diesem ganzen Spiel, wird mir mal eben mal schnell sämtliche Ebenen erklärt, einer der besten Dialoge, die ich jemals hatte in einem Spiel, was einfach so verdammt interessant war, wird immer eben alles aufgegriffen. Wir waren auf mehreren Ebenen gerade tätig, die letzten, weiß gar nicht, wie viele Stunden wir jetzt gespielt haben, aber es ist jetzt Folge 137, wenn ich es richtig sehe. Wir waren auf mehreren Ebenen tätig. Wir haben uns lange Zeit erstmal nur auf einer einzigen Ebene, beziehungsweise Zwischenebene in Segir sozusagen aufgehalten, der Stadt der Tore. An sich schon ein unglaublich geiler Ort. Was für eine geile Idee von einem Ort. Also man kann sich mal bitte überlegen, was für ein krasses Universum das Dungeons & Dragons Universum eigentlich ist. Das ist natürlich immer weit entfernt, oder beziehungsweise sieht man auch mal, wie viel komplexer es teilweise sein kann, was es alles für Möglichkeiten noch bietet. Das hat man ja bei Neverwinter schon teilweise gesehen, tatsächlich, als wir in verschiedene Ebenen reingereist sind. Meistens handelt es sich bei Dungeons & Dragons Spielen hauptsächlich um das typische, ich kämpfe mit einem Zwerg oder mit einem Elf oder mit einem, keine Ahnung was, mit einem Barden, laufe ich umher, eine typische Fantasy-Welt und so weiter und so fort. Hier ist es zwar auch eine Fantasy-Welt, aber es verbindet noch viele andere Dinge. Es ist teilweise also kann ich gar nicht alles fassen. Also wenn wahrscheinlich, also Mechanis zum Beispiel wird mal berührt. Die Karzere-Ebene werden mal mitgenommen, teilweise. Keine Ahnung, es wird alles mal angesprochen und vieles davon hat auch wirklich eine Bedeutung und wird nicht einfach nur so als theoretisches Konstrukt irgendwie an einen herangetragen, sondern man hat auch wirklich mal ein bisschen eine Vorstellung davon und kommt damit auch wirklich in Berührung. Man trifft mal ein bisschen mehr auf Dämonen. Gut, das kommt man damit dann jetzt tatsächlich auch vor, aber es gibt viele Wesen, die an sich in vielen anderen Dungeons & Dragons Spielen oder vielen anderen Spielen allgemein einfach überhaupt gar keine Relevanz haben. Abishai beispielsweise, also es ist eigentlich nur ein kurzer Aspekt oder halt irgendwelche verschiedene Dämonenformen, die mal ein bisschen von den normalen Sukubi abweichen, sage ich mal. Oder halt die Giftzerei mit seinem Schwestervolk, das ich leider nicht angesprochen habe, teilweise mir leider entgangen ist, beziehungsweise was ich jetzt nicht angesprochen habe, obwohl ich mal nachgelesen habe, beziehungsweise mir einer einen Kommentar geschrieben hat, auch wie ich es hätte regeln können. Ich hätte Drakon, glaube ich, aufs kleine Kartenende stellen müssen und dann hätte ich ihn ansprechen können, oder die hätte ich die Dame ansprechen können. Hätte ich vielleicht tun sollen, hätte aber aufgestanden nicht so ganz meinen Charakter entsprochen, aber es ist egal. Habe ich auch in dem Moment, habe ich es einfach übersehen, muss ich jetzt ehrlich sagen, also das mal ganz deutlich zu sagen. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, ein großartiges Spiel mit einem großartigen Setting. Es ist extrem morbide, muss man mal ganz klar sagen. Und offensichtlich ist es ja so, dass wir die ganze Zeit, also es wurde ab spätestens die Hälfte des Spiels ziemlich deutlich, dass wir im Großen und Ganzen unseren eigenen Tod suchen. Also wir suchen erstmal unsere Sterblichkeit. Das ist schon mal nicht das typische Ziel, was man im normalen Spiel hat. Man versucht jetzt nicht unbedingt immer zu sterben. Selbst jetzt relativ morbides Spiel wie Grim Fandango, wo wir letztendlich im Nachleben spielen, hat nicht genau dieses Ziel so richtig gehabt. Also, dass man sagt, okay, man war insgesamt hat furchtbare Leiden verursacht, man hat furchtbare Verbrechen begangen, viel zu viel, als dass man sie irgendwie aufzählen könnte. Selbst mit all den Leben, die wir haben, selbst mit den ganzen Texten, die wir hatten, mit den ganzen Dialogen, konnten wir, ich fülle mir nicht mehr Wasser ein,
Konnten wir das alles im Großen und Ganzen nicht aufzählen. Ich habe nur eine Ahnung davon bekommen, wie schlimm das alles war, wie wir mit Personen umgegangen sind. Also der Pragmatische war, glaube ich, eine ganz gute Zusammenfassung, was der alles sozusagen gemacht hat oder wie er sozusagen sich verhalten hat, wie er alle Leute genutzt hat, wie er Dayunara genutzt hat, wie er alle Personen genutzt hat, hat ja auch mal letztendlich meine Sterblichkeit am Ende gesagt, dass wir sozusagen Leidende anziehen, dass wir das Mal des Leidens an uns tragen. Dass das an uns gebunden ist. Das Leid selbst ist praktisch an uns gebunden, wie auch alle Leidenden zu uns gezogen werden. Das ist total krass und uns irgendwie sich irgendwie an uns gebunden fühlen. Und letztendlich hat diese Verbindung des Leids und des Namenlosen, beziehungsweise jetzt nicht mehr Namenlosen, letztendlich dazu geführt, dass sie sozusagen zu uns gekommen sind und dass sie auf eine andere Art miteinander verbunden wurden. Also die meisten durch Schwüre, einige durch Liebe. Das ist schon total krass. Also es hat einfach letztendlich viel mehr Ebenen, viel mehr Begründungsebenen, als die meisten Spiele überhaupt auch noch versuchen zu erreichen. Das muss man ganz klar sagen. Also immer dann, wenn sozusagen, wenn ein relativ gutes Spiel, ein komplexes Spiel mit einer komplexen Story oder relativ komplexen Story, also in der Regel halt Rollenspiele, dann irgendwann aufhören würde oder beziehungsweise eine Ebene hinter der Ebene hat und vielleicht noch eine Ebene obendrauf sozusagen, dann hat Planescape Torment noch lange nicht genug, da macht es nochmal zwei Ebenen extra, beziehungsweise nochmal zwei weitere Widersacher, beziehungsweise noch zwei weitere Personen oder Entität sozusagen, die auch noch ihre Finger im Spiel haben und letztendlich ist es praktisch selber, der gegen mich selbst kämpft, was einfach nur total krass ist und einfach nur, ich möchte schon sagen, philosophischen Charakter hat. Also das ist schon harter Scheiß, dieses Spiel. Das muss man wirklich mal sagen. Also das ist nichts für ich muss einfach sagen, das Spiel ist glaube ich nichts für dumme Menschen. Das ist einfach mal oder für Leute, die sich einfach überhaupt nicht dafür interessieren, wie soll ich das freudig ausdrücken, die sich einfach nicht dafür interessieren, wie eine Welt außerhalb ihrer Welt aussehen könnte oder außerhalb ihrer Vorstellungskraft so ein bisschen. Na gut, das kann sich glaube ich keiner auch vorstellen, aber fantasielose Menschen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, dieses Spiel, vielleicht kann das Spiel auch Fantasie schaffen, ich weiß es nicht genau, aber das ist schon was, was einfach nur wirklich bewundernswert ist, dieses Spiel. Also ich kann, glaube ich, eigentlich nur gute Dinge finden. Ich finde auch ein paar schlechte Dinge bestimmt noch, aber momentan haben wir gerade nur gute eine, sind mal richtige Lobhudelei, live fällt mir gerade so auf. Also allein von der Idee her würde ich dieses Spiel 11 von 10 Punkten geben. Auch von der Ausführung in weiten Teilen hier, also was sozusagen das ganze Setting und sowas alles anging. Das zeigt mir wirklich, so müssen Spiele sein und ich bin auch sehr bereit, ich glaube, inoffiziellen Nachfolger Tides of Numenera irgendwie Numenera zu spielen, was ja letztendlich von den gleichen Machern sein soll, soweit ich weiß, aber irgendwie, weiß auch nicht, irgendwie letztlich andere Charaktere hat, logischerweise. Finde ich fantastisch, habe ich echt richtig Bock drauf. Also, wenn alle 10 Jahre so ein Spiel rauskommen würde, würde es sich einfach nur dafür lohnen, dafür weiterhin Computerspiele zu spielen. Das muss man einfach mal sagen, um andere Spiele daran zu messen und zu zeigen, dass das nicht erreicht wurde. Also, das ist tatsächlich ein Spiel, was für mich, ich sag mal so, 98%, 99% Wertung bekommen würde von 100. Und die letzten 2% Punkte sind einfach nur deswegen, weil es halt an einigen Stellen da doch ein bisschen hakelt oder halt ein bisschen hätte besser sein können. Ich nenne sie kurz mal, weil ich gerade das Thema habe. Also die Steuerung ist manchmal etwas hakelig, das kann man ruhig mal sagen. Das ist vielleicht der alten Engine geschuldet. Die Effekte sind mir scheißegal, die sind damals völlig in Ordnung gewesen wahrscheinlich und reichen mir übrigens völlig aus. Übrigens in der Enhanced Edition ist es sehr gut spielbar. Ich hätte es mir vielleicht nicht so gut vorstellen können, jeden einzelnen Aspekt des Spiels mit der Maus immer abzusuchen, damit ich das Richtige finde. Hat dieses Spiel überhaupt nicht geschadet, dass ich ein paar Dinge mir habe anzeigen lassen können. Ganz wunderbar. Und vor allem das Zoom hat mir wahrscheinlich nicht geschadet. Wenn ich mit einer Auflösung von, ich weiß nicht, 640x480 ganze Zeit gespielt hätte und immer nur winzige Kartenausschnitte gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwann wahnsinnig geworden. Ich hätte mich natürlich auch dran gewöhnt, aber so ist es natürlich besser gewesen. Ein weiterer Punkt neben der hakeligen Steuerung ist natürlich sowas wie ganz im Ende, dass ich während einer Sequenz oder während mehrerer Sequenzen habe angegriffen werden können. Und dann hätte er getötet werden können. Das war ja nicht so geil, das muss ich ganz ehrlich mal sagen. Also das hätte man anders regeln können bestimmt. Sind wirklich nur Kleinigkeiten, man konnte damit umgehen. Es war kein Gamebreaker, aber es war trotzdem etwas nervig in irgendeiner Form. Das Spiel vermag es vielleicht nicht gerade besonders gut, einen Einstieg zu verschaffen. Das ist wirklich richtig. Also es ist schon harte Kost. Man muss wirklich die ersten paar Stunden mehr oder weniger am Stück spielen, damit man irgendwie versuchen kann, dran zu bleiben. Es ist, man einfach nur sagt, komm, ich spiele erstmal eine Stunde, erstmal so das Tutorial, das Typische, was es natürlich jetzt hier nicht gibt, bevor natürlich Mortar so ein bisschen da ist. Muss schon irgendwie eine gewisse Zeit sozusagen investieren, eine gewisse Energie darin investieren, um dieses Spiel zu begreifen.
Das ist bei Rollenspielen nicht ganz ungewöhnlich, aber bei keinem ist es so wichtig, an der Geschichte dran zu bleiben. Wenn man jetzt hier, sag ich mal, eine Spielpause gehabt hätte von mehreren Wochen, sag ich mal, wenn ich jetzt mal 2 Monate oder 6 Wochen, sag ich mal, jetzt keine Spielpause gehabt hätte, mich vielleicht an mehrere Dinge nicht mehr erinnern kann von dieser Geschichte, dann hätte es wirklich ein Problem gegeben, weil ich dann, glaube ich, viele Dinge nicht mehr so in ihrer Tragweite begriffen hätte, als ich sie erfahren habe, wie ich es letztendlich immer getan habe, oder wie ich es, glaube ich, immer getan habe. Man muss wirklich an der Geschichte dranbleiben, dass man sagt, ach Mensch, ich war für deinen Tod verantwortlich, oder wir sind uns schon mal begegnet, oder keine Ahnung, sowas in der Art, oder das hängt mit dem zusammen, und das andere hängt wiederum mit dem zusammen. Und da komme ich wieder auf einen positiven Aspekt vom Spiel zu sprechen. Das einfach, wie gesagt, diese Welt ist so unglaublich rund. Alles hat irgendwie einen Zweck. Am Anfang sagt man sich sowas wie, ah ja, okay, da ist also jemand, der an irgendwelche toten Leute an eine Mauer schreibt. Das ist ja interessant. Das hat aber insgesamt im ganzen Spiel, kann man da irgendwie zurückgehen, kann irgendwelche Namen eintragen oder allgemein, die Namensthematik allgemein. Wie geil ist das denn bitte? Das hat man schon mal vorher bei den Winter Nights im zweiten Add-on, soweit ich weiß. Die Horden des Unterreichs, wo der wahre Name natürlich sehr, sehr wichtig ist und eine wichtige Rolle auch spielt, dass man sozusagen niemand seinen wahren Namen verraten muss, darf, dass wir unseren eigenen Namen gar nicht kennen und deswegen wiederum mächtig sind, weil niemand unseren wahren Namen dementsprechend erfahren kann so richtig. Unser wahrer Name ist unglaublich unter Verschluss gewesen in der ersten, also beziehungsweise in der goldenen Kugel, die nur zu öffnen ist von einer, vom ersten wahren Ich, was wiederum in einer Festung meines Lebens, die wiederum eine, ich muss anders, glaube ich, anders formulieren, Entschuldigung. Der wahre Name war letztendlich in einer goldenen Kugel gefangen, die nicht zu öffnen ist von keiner Macht der Welt oder der Ebenen offenbar, nur von der, von meiner wahren ersten Existenzperson, sag ich mal, oder mein ersten wahren Leben, dass ich wiederum in einer Festung befindet, die wiederum von einer unsterblichen Sterblichkeit oder letztendlich unsterblichen Sterblichkeit geschaffen wurde als Schutz aus mir selbst heraus praktisch. Darin ist sie gefangen und also beziehungsweise in dieser Festung befindet sich wiederum ein Gefängnis eines Kristalls, was wiederum meine unsterbliche Sterblichkeit erschaffen hat, um mich selbst wiederum gefangen zu halten. Und darin ist letztendlich mein wahrer Name gefangen. Also ich meine, entschuldige mal, was ist denn das für eine komplexe Denke letztendlich? Darauf muss man erstmal kommen auf diesen Mist. Ist also natürlich war vielleicht nicht so genau diese Reihenfolge, wie sie sich vielleicht gerade gedacht haben, aber darauf muss man erstmal kommen und deswegen ist sozusagen der Namenlos ist unglaublich mächtig, weil er sozusagen anderen Namen erfahren kann und damit Macht über sie ausüben kann, aber niemals könnte er nicht unter allem Druck der Welt, könnte er sozusagen seinen wahren Namen verraten und könnte deswegen A gefunden werden und B könnte er sozusagen eine demütige Rolle geraten, beziehungsweise in eine unterwürfige Rolle, in dem sozusagen Leute Macht über ihn ausüben können. Total krass, nicht mal die Dame der Schmerzen hätte das wahrscheinlich vermocht, oder sage ich aber mal so. Haha, jetzt kann ich es ja sagen, jetzt wo sie nicht keine Macht mehr über uns hat, wenn sie jetzt nicht gerade doch wieder aus dem Spiel herausgreift und mich in irgendeinen Irrgang steckt oder irgendwas in die Richtung. Ja, das fand ich schon ganz fantastisch. Also, das war nur ein Aspekt sozusagen, das mit dieser Mauer und den Namen und so weiter und so fort. Auch, dass man verschiedene Gilden hat, das mag ich immer an sich sehr gerne, die halt verschiedene Ideen haben, oder beziehungsweise die sich hauptsächlich daran unterscheiden, dass sie sozusagen verschiedene Auffassungen vom Sinn des Lebens und des Todes haben, sag ich jetzt mal freundlich, oder allgemein. Allgemein, dass sich relativ viel mit um den Tod und die Existenz dreht, ist schon ein Thema, was, glaube ich, nicht für alle so super leicht zugänglich ist, muss ich mal klar sagen. Also es geht ja nicht darum, hier 20 Ratten zu töten, also natürlich auch hier Ratten, aber das ist typisch halt, irgendwie 5 Heilkräuter zu sammeln und hier 4 Blaubeeren irgendwie da einen Kuchen zu backen oder so weiter und so fort. Macht auch Spaß, ist auch nett und auch, ist auch schön, das will ich überhaupt nicht runterspielen, aber hat irgendwie letztendlich doch schon einen ganz anderen philosophischen Gehalt, wenn ich das mal sagen darf. Also, dass man dann eben mal das ganze Spiel um die Existenz dreht und auch wirklich jeder sich im Spiel um seine eigene Existenz und seinen Platz in der Welt und die Welt an sich irgendwie Gedanken macht, oder viele zumindest, das ist schon mal was nicht so alltäglich ist, sage ich mal, was ich bis jetzt noch kein Spiel seiner Art bis jetzt so gesehen habe, außer vielleicht, was so den Platz in der Welt angeht und so weiter und so fort, hat Septerra Core auch Ähnliches, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, die Spiele sind nicht so richtig gut vergleichbar, aber was diesen Aspekt angeht, ist das durchaus halbwegs möglich, wo es halt irgendwie darum geht, welche Ebene ist man sozusagen, wie hängen die Scheiben miteinander zusammen und so weiter und so fort. Also für Leute, die Septerra Core kennen oder meine Let's Play dazu kennen, die wissen, wovon ich rede, von alle anderen Künstler ausklammern, wie wahrscheinlich mein ganzes Gerede gerade. Ja, das finde ich halt schon ziemlich gut. Schade finde ich bei den Gilden natürlich, oder fand ich bei den Gilden, dass die jetzt eigentlich keine große Bewandtnis in den ganzen Spiel haben. Also ich hätte mir wirklich noch viel mehr Aufträge nur in der Gilde gewünscht. Letztendlich geht's in den Gildenaufträgen eigentlich nur darum,
Und die einzigen Aufträge, die man für die Gilden erledigt, sind offensichtlich die, dass man in die Gilde hineinkommt. Und das war's dann offenbar auch schon. Man hat jetzt keinen großen Bonus dadurch. Bin mir sicher, dass ich auch so irgendwie zu Ravel gekommen wäre, ohne jetzt bei den Göttermenschen irgendwie Mitglied geworden zu sein. Vielleicht hätte ich es als Anarchist auch irgendwie geschafft oder als, weiß ich nicht, als Staubmensch oder so weiter und so fort. Alles ganz nett, aber finde ich, die haben zu wenig eine Rolle gespielt. Hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht. Vielleicht wurde aber auch bewusst darauf verzichtet, um sozusagen ein bisschen mehr auf die Hauptstory das Gewicht zu legen, als auf den spielerischen Aspekt an sich. Denn der kommt tatsächlich in dem Spiel relativ kurz. Also es geht weniger darum, dass man jetzt total geil im Kampf ist zum Beispiel. Dass man jetzt irgendwie total coole Minispiele hat oder dass man keine Ahnung was macht. Es geht weniger um das Spielgefühl an sich, sondern eher um das, was man erfährt und das, wie man sozusagen Schritt für Schritt weiterkommt. Und das ist in diesem Spiel hauptsächlich oder fast, also dass Dialoge so eine unglaublich große Rolle spielen, hat mir halt sehr, sehr gefallen. Ich mag ja eh dialoglastige Spiele, wie offensichtlich wie auch dieses hier. Ich habe ja wirklich sehr, sehr viel vorgelesen. Ich habe ganze Folgen nur damit verbracht, einfach nur einen Dialog zu führen. Und zwar viele Folgen und lange Folgen waren es in der Regel auch. Fand ich ganz fantastisch. Das ist mittlerweile günstigerweise schon öfter der Fall, dass man sozusagen, dass Dialogoptionen viel mehr Gewicht haben, dass sie verschiedene Lösungswege letztendlich anbieten. Es ist wieder mal ein Spiel, was ich nur durch Dialog lösen konnte. Also ich habe jetzt natürlich am Ende den krassen Zauber gelernt und sowas in der Art. Ich ahnte aber tatsächlich schon ganz schön lange, sag ich mal, also bevor ich jetzt dieses Zauber und sowas hatte und so viel Weisheit, dass es mir möglich sein würde, möglicherweise ein dialogisches Ende letztendlich zu wählen, ohne einen Kampf zu führen. Also natürlich hätte ich auch Bock gehabt, mal gegen dieses Vieh zu kämpfen am Ende. Aber vielleicht mache ich es auch noch mit einem Safe-Game. Aber an sich ist es diesem Spiel keineswegs abträglich, nur keinesfalls gekünstelt, dass man es einfach durch einen Dialog enden kann, dass man einfach sozusagen seine eigene Sterblichkeit überzeugt, dass es sozusagen eine dritte Möglichkeit geben muss, in seinem eigenen Interesse, dass es halt, dass wenn ich mich töte, dass es auch getötet würde, oder dass, immer so weiter, also die Möglichkeit, die ich halt angesprochen habe am Ende, fand ich ganz fantastisch. Wurde, wie gesagt, kein bisschen aufgesetzt und allgemein war in diesem Spiel nichts aufgesetzt. Es war nicht irgendwie geteilt in dieses, dieser Teil des Spiels des Großen und Ganzen für die Leute, die halt einfach nur das Spiel irgendwie durchspielen wollen und da hinten stehen noch drei Questgeber und 40 Bücher, die du irgendwie lesen kannst, wenn du ein bisschen mehr über die Story wissen möchtest. Das ist immer sozusagen das Typische ein bisschen, dass man halt irgendwie noch dass es irgendwie mal, dass es noch Literatur gibt, ist ja jetzt auch bei Pillars of Eternity beispielsweise der Fall oder bei Dragon Age Origins oder bei ja, anderen Spielen letztendlich, wo man irgendwelche Bücher findet, bei Morrowind beispielsweise, die einen sozusagen noch ein bisschen mehr über die Geschichte des Spiels sagen oder ein bisschen mehr Immersion verschaffen. Das war hier tatsächlich nicht der Fall. Wenn man sozusagen hier weiterkommen will, muss man reden mit den Leuten. Und zwar mit den Leuten, die einen, also mit vielen Leuten tatsächlich. Also nicht nur mit den Hauptleuten, also mit den wichtigen Leuten, die halt Namen haben, sondern auch mit unwichtigen Leuten kann man sprechen und kann man neue Dinge erfahren. Ich habe zum Beispiel sehr gerne mit Leuten gesprochen, halt einfach ganz normalen Leuten, habe ich am Ende ein bisschen vernachlässigt, muss ich sagen, um rauszufinden, was denn aus ihrer Sicht, zum Beispiel was ich, die Staubmenschen sind, was aus ihrer Sicht diese Bar ist, was wie aus ihrer Sicht diese, die Gestalt in der Bar aussehen oder was die so machen und so weiter und so fort. Und immer wieder gab es neue Aspekte. Die Dialoge wurden immer wieder neu geschrieben, wenn auch nur leicht variiert, aber das fand ich halt interessant. Ich habe bis jetzt noch nicht alle Charaktere, längst wahrscheinlich nicht, alle Charaktere und Nebencharaktere hier durchstiegen. Viele Leute, es sind immer noch so ein bisschen Rätsel, die Frau, die, was ich, die ganzen Sargnägel sammelt oder Eisennägel gesammelt hat, die habe ich irgendwie nicht weiter groß verfolgen können. Es wurde auch nur angerissen, ich weiß nicht, ob man da irgendwas noch hätte weiter rausfinden können. Wahrscheinlich habe ich viele Leute prostituiert, da habe ich noch ein bisschen was machen können. Ich weiß, dass man mit Ravels Tochter hätte noch sprechen können. Habe ich auch versucht, hat aber irgendwie nicht geklappt. Hätte aber irgendwie verklappen sollen, eigentlich theoretisch, weil ich eigentlich alle Gegenstände, also ich habe irgendwie Ravels Haare irgendwie oder sowas gehabt und eigentlich hätte sie darauf reagieren müssen, aber irgendwie hat das nicht geklappt, keine Ahnung, was das Problem war. Aber gut, ist halt jetzt so. Aber ich habe einige Dinge wahrscheinlich noch nicht ganz zu Ende bringen können. Da war, glaube ich, auch dieser Zombie, der beim Besagmacher rumstand, den ich auch nicht habe loseisen können. Dann gab es noch irgendwen, irgendwie so eine Dame mit ihren zwei Leibwächtern, irgend so ein Lager, die ich auch noch nicht ganz fertig gemacht habe letztendlich, oder beziehungsweise die ich nicht ganz, keine Story-Quest nicht ganz abgeschlossen habe. Das habe ich alles nicht gemacht und beziehungsweise das konnte ich alles nicht machen, ist aber nicht so dramatisch. Ich finde es halt schön und angenehm zu wissen, dass man da sozusagen noch weiter gedacht hat. Also klar hat man auch bei anderen Rollenspielen sehr oft oder anderen Spielen sehr oft, dass man viele Charaktere hat, die natürlich eine kleine eigene Geschichte haben. Das finde ich auch sehr angenehm immer und macht auch sehr viel Spaß, verleiht einem Spiel auch eine gewisse Tiefe.
Ich habe selten in einem Spiel so viele Charaktere gehabt, die so eine interessante Geschichte gehabt haben, was natürlich auch an dem morbiden Setting teilweise liegen dürfte. Also viele Spiele können es einfach nicht leisten, dass man sagt, oh ja, ich bin gerade in die Verdammnis gelaufen und dann kam ich wieder zurück und kam in irgendwelchen Ebenen, die irgendwie unvorstellbare Qualen für mich bereitgehalten haben, irgendwelche Portale nach sonst wohin. Das ist natürlich schon sehr speziell, das ist klar. Und ich glaube auch, dass viele Spieleentwickler einfach ein Problem damit hätten, sich wiederum ein Spiel in Sigil auszudenken, weil es einfach teilweise so unglaublich viele Möglichkeiten gibt, weil sie müssen eben sozusagen immer dieses Vorwurfs erwehren, A, natürlich, dass sie sich mit Planescape Torment vergleichen lassen müssten und B, natürlich, dass man sagt, okay, diese Stadt besteht praktisch nur aus Portalen, jede Ecke könnte ein Portal, jeder Sackgasse könnte ein Portal sein, jeder Türrahmen könnte ein Portal sein, jeder abgeschlossene Schrank könnte ein Portal sein. Nach sonst wohin auf die Ebenen, die nur extrem vielfältig sind. Es wäre natürlich extrem langweilig, wenn man sozusagen nur sich in Häuserkellern herumtreiben würde oder nie irgendwas Interessantes sehen oder hören würde. Das ist schon mal, finde ich, ganz cool. Allgemein strotzt dieses Spiel natürlich vor unglaublich guten Ideen. Was natürlich ganz gern genannt wird immer wieder, ist natürlich diese Straße oder dieser Stadtteil, die eine weitere Straße gebärt und so weiter und so fort. Finde ich auch ziemlich cool, ist aber für mich nicht nur das Einzige, was sozusagen, was irgendwie wie cool war. Ich fand schon ganz am Anfang krass, diese Dame zu sehen, die mich, glaube ich, zum Mausoleum geführt hat, die ich in der Nähe des Mausoleums war, die irgendwie total misstrauisch war, weil sie irgendwie hierher gekommen ist und irgendwie ganz schreckliche Qualen schlitten hat. Das waren noch einige, die irgendwie unbewusst oder ungeplant hierher geraten sind oder ganz schlimme Dinge erlebt haben, die irgendwie teilweise verätzt waren und so weiter und so fort, weil sie irgendwie einmal durch die falsche Tür gelaufen ist und sie einfach jetzt extrem paranoid war und dachte, ah nee, bleib jetzt nur noch auf offenen Plätzen, weil hier kann mir nichts passieren. Hier kann mir einfach nichts geschehen. Und allein auch schon die Tatsache, dass man einfach, dass alles ein Schlüssel sein könnte. Alles könnte ein Portal oder eine Tür nach sonst wohin öffnen. Das ist total krass. Also ein Gedanke, nicht nur ein Gegenstand, das ist offensichtlich natürlich, sondern auch ein Gedanke, ein Wort, ein Gefühl. Und was für Gefühle? Das Gefühl, sich mit einem Achatsplitter oder was oder Granatsplitter in die Zunge zu beißen und diesen Schmerz zu spüren. Was ist denn bitte das für eine Idee? Wie geil ist das überhaupt? Und sich dabei irgendwie zu verbrennen oder irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, das war irgendwie auch total krank. Das fand ich total cool. Meine Nebencharaktere, ich würde noch gerne noch mehr erforschen im Großen und Ganzen, aber ich glaube, ich habe die schon ganz gut ergründet. Waren alle unglaublich tief, die hatten alle ihr Schicksal mit mir verbunden. Das fand ich halt total krass. Also das war nicht einfach nur, jeder hat immer noch eine weitere Ebene gehabt. Bei der Con dachte ich mir ernsthaft nur die ganze Zeit so, ah ja gut, ich muss jetzt seinen Kreis irgendwie so weit wie möglich entschlüsseln, damit er irgendwie total mächtig irgendwann. Das ist alles total cool. Aber dass es sozusagen noch weitergeht, dass ich ihm letztendlich den Kreis des Zartimon gegeben habe, einfach nur irgendwie irgendein Geschreibsel und dass der eventuell doch irgendeine Bedeutung haben könnte, so weit würden wahrscheinlich die wenigsten Spiele gehen. Also, das finde ich halt total krass. Also das war auch einfach nur so eine Nebensache und dass da Con wiederum die Klinge hat, die Ebenen durchschneiden könnte und so weiter und so fort und das von seinem Gemütszustand und Geisteszustand abhängt, das finde ich eine super Idee. Also auch die ganzen anderen Leute, also Mortar hat zum Beispiel auch eine super Geschichte gehabt oder Nordom und so weiter und so fort und bestimmt haben auch die Leute, die ich halt nicht irgendwie noch dabei gehabt habe, auch eine super Geschichte gehabt, die Gerechtigkeit beispielsweise oder Grace habe ich leider nicht besonders gut erforschen können. Anna habe ich glaube ich auch nicht bis zum Schluss erforscht, obwohl doch Anna hat mich ja am Ende geliebt. Das war auch eine Möglichkeit. Moment, ich muss was trinken. Das fand ich halt auch total geil. Was wollte ich gerade sagen? Okay. Ich merke übrigens gerade auf dem rechten Bildschirm, dass diese Dateigröße gerade auf 300 GB angestiegen ist, die Videogröße. Okay, gut zu wissen. Das wird doch also eine Weile dauern. Freue ich mich ja schon drauf. Die Folge kommt übrigens noch heute raus. Wahrscheinlich kommt diese hier irgendwann in der Nacht, weil das Rennen, wie gesagt, eine Weile dauern wird. Aber hey, was soll schon passieren? Ja, wo war ich? Genau, bei den coolen Charakteren, die man so hat. Das fand ich halt wirklich sehr spannend, auch ihre Geschichten zu erfahren. Das war nicht einfach nur nach dem Motto, ja, man erfährt ihre Geschichte, sie werden auch noch mächtiger dadurch. Man erkennt, ihre Geschichten sind mit meiner Hauptgeschichte verbunden. Und krass fand ich, das war natürlich ein cooler Plot-Twist, dass zum Beispiel viele von den Leuten, also Jack Conn und Mort und sowas, schon mal bei uns waren. Als wir in die Festung gegangen sind. Mehrmals sogar waren sie bei uns. Finde ich total super, dass einige Leute, gestorben sind, die wir halt niemals gesehen haben und trotzdem eine wichtige Rolle gespielt haben. Ah, das wollte ich gerade sagen, genau. Ich habe ja offenbar eine Fähigkeit ganz am Anfang nicht erlernt, die es mir erlaubt hätte, mit Toten zu sprechen.
Ich habe natürlich eine Fähigkeit gehabt, irgendwie Tote wiederzubeleben oder sowas in der Art, aber ich konnte irgendwie nicht mit Toten sprechen. Das hat mir jetzt das eine oder andere Mal im Spiel eine Information letztendlich verwehrt, wahrscheinlich. Ich habe auch gelesen, dass es möglich gewesen wäre, mit diesem gefallenen Bogenschützenkollegen, diesem blinden Bogenschützen, der irgendwie Trinker war, also Säufer war und blind, aber letztendlich besonders gut Bogen schießen konnte. Also ein früher Kollege, der mit mir früher in der Festung war, mit dem hätte ich auch mal sprechen können. Aber diese Fähigkeit habe ich ja nie erlernt. Erstaunlicherweise war es mir dann trotzdem möglich, meine Geschichte jetzt endlich zu Ende zu führen und trotzdem so unglaublich viel Wissen anzusammeln. Finde ich einfach nur super. Ganz klar. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Spiel sich großartig für mich geändert hätte, wenn ich andere Klassen gespielt hätte. Obwohl doch, ich hätte wahrscheinlich als Krieger wahrscheinlich weniger von der Hauptgeschichte mitbekommen oder von der Geschichte. Es gibt ja eigentlich nur die Hauptgeschichte im Großen und Ganzen oder hauptsächlich die Hauptgeschichte. Der Rest ist sozusagen kleine Nebenzweige, die von den Charakteren selber ausgehen. Ich glaube, ich habe schon die richtige Wahl getroffen als Magiekundiger. Es war natürlich komplexer für mich im Großen und Ganzen. Ich habe mich auch hauptsächlich auf die Magie vom Namenlosen konzentriert. Da habe ich praktisch nicht zaubern lassen. Ignis habe ich noch zaubern lassen. Ansonsten Grace hatte automatisch ihre Heilung gewirkt. Ansonsten war das alles für mich eigentlich eher egal. Ich habe wahrscheinlich viele Gegenstände hätte ich noch nutzen können. Dieses Spiegelbild. Ich habe diese Karaffe des Wassers, diese komische flüsternde Pfeife und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Gegenstände, die alle nur einfach so geil sind. Ach ja, das ist ein weiterer Lobespunkt für mich. Haben mittlerweile viele Rollenspiele, aber Planescape ist halt auch eins davon. Es gibt so geile Gegenstände in diesem Spiel, die einfach so interessante Geschichten haben. Ich hätte mir einfach jeden Gegenstand einfach nur unglaublich gerne durchgelesen. Also ich habe auch viele einfach durchgelesen, die ich halt hatte. Dieses Kuriositätenkabinett war eines der Highlights für mich im ganzen Spiel, ebenso wie dieses Prostituiertenhaus. Das ist, also allgemein dieses ganze Viertel war fantastisch. Die Halle der Träumer sozusagen mit den Sinnessteinen, dieses Kuriositätenkabinett, diese Kuriositätenladen oder beziehungsweise dieses, was war das, Museum, diese Ausstellung. Und das Bordell zum Befriedigen der intellektuellen Lüste, allein schon diese Idee ist super geil, war für mich eigentlich, glaube ich, eins der Highlights im ganzen Spiel. Also da konnte ich, habe ich ja Stunden verbracht, einfach nur mit Geschwätz und Gerede, was alles für coole Dinge gibt. Da hätte ich ja bestimmt noch einige Dinge machen können. Ich habe ja diese komischen Magier befreit, ich habe keine Ahnung, was ich alles gemacht habe da, aber ich habe ja schon noch viel mehr machen können mit dem ganzen Krempel. Und einfach nur, manche Dinge waren einfach nur geil, sie einfach mal gemacht zu haben. Weiß ich, dieses, wie war es, dieses komische Buch des unglaublich großen Erstaunens oder irgendwas in der Richtung oder keine Ahnung, wie das hieß, was ich einmal gekauft habe. Und er hat sich angeguckt und hat gesagt, oh, was war er? Und der Namenlose war sehr erstaunt. Das finde ich fantastisch, also einfach nur solche Ideen zu haben. Ganz großartiges Spiel. Ich würde momentan in der jetzigen Phase sagen, es ist das beste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Habe ich, glaube ich, schon mal ganz am Anfang erwähnt. Würde mir gerade kein Spiel einfallen, was mich so sehr, wahrscheinlich auch noch nachhaltig begeistern wird. Obwohl ich natürlich sagen muss, dieses Spiel hat für mich überhaupt keinen Wiederspielwert. Das muss ich leider sagen. Da ich jetzt sozusagen die Geschichte gespielt habe und sozusagen diese Erfahrung für mich gemacht habe, ist es für mich eine abgeschlossene Geschichte, wisst ihr? Es hat für mich halt kein. Also ich wüsste jetzt nicht, warum ich das Spiel nochmal spielen sollte, um irgendwie an einigen Ecken noch mehr rauszufinden. Dafür wäre einerseits der Aufwand zu groß. Andererseits geht's, muss ich halt sagen, das Spiel an sich, die Spielmechanik, das Spielgefühl an sich ist nicht so gut, wenn es einfach nur darum geht, das Spiel an sich selbst durchzuspielen, um Dialoge durchzuklicken und bis zu einem gewissen Punkt zu kommen, als dass sich das dafür lohnen würde. Also viele Spiele leben natürlich davon, also einige Spiele leben von der Geschichte hauptsächlich, einige Spiele leben hauptsächlich davon, vom Spielwert selber oder was man selbst daraus macht. Minecraft ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür. Das hat hauptsächlich mit der Spielmechanik zu tun, dass es unglaublich viel Spaß macht, dass man sich da irgendwie austoben kann. Rollenspiele sind natürlich meist das andere Gegenteil, dass man sagt, okay, man macht es sehr viel wegen der Geschichte oder jetzt Planescape Torment natürlich. Und dieses Spiel ist eben auch so eins. Die Kämpfe zum Beispiel fand ich nie wirklich interessant. Die waren okay, waren immer Mittel zum Zweck, haben, war es nie extrem ausgreifend, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir sagte, ich muss mich jetzt unglaublich in dieses System vertiefen, ich muss jetzt irgendwie meine Charaktere optimieren bis zum Erbrechen. Das war mir insgesamt nie so wirklich wichtig. Das war immer nur wichtig für mich, um sozusagen weiter in der Geschichte zu kommen und nicht irgendwie zu sagen, boah, es macht mir gerade so unglaublich viel Spaß, dieses Kraftgeschoss zu wirken.
Es sah zwar alle ganz nett aus und so weiter und so fort, aber letztendlich habe ich ja hauptsächlich so gespielt, dass ich meine ganze Gruppe genommen habe, hauptsächlich auf einen Gegner eingehauen habe und gehofft habe, dass er stirbt, bevor meine Leute sterben oder bevor ich sterbe. Das war im Großen und Ganzen mein Spielstil. Abends habe ich auch Zauber gewirkt, war es nicht besonders feingliedrig. Hätte man wahrscheinlich auch anders machen können, mit Sicherheit. Man hätte natürlich besser durchspielen können, schneller durchspielen können, aber darum geht es ja in diesem Spiel überhaupt nicht. Ich habe meine Kraft und meine Freude aus dem Dialog selbst gezogen, aus der Fantasie, die mit mir durchgegangen ist. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Plus, ein Triple Plus sozusagen in diesem Spiel. Ich werde also zum Schluss kommen, bevor ich jetzt hier euch noch weitere 2 Stunden die Ohren zutexte. Aber das ist vielleicht ein Spiel, jetzt ich muss trotzdem mal sagen, das ist für mich ein Spiel, was, glaube ich, Leute, die nicht spielen oder die halt noch nie gespielt haben, auch niemals begreifen werden. Das ist für mich aber ein Spiel, was man sozusagen ihnen immer entgegenhalten kann, wenn es irgendwie darum geht, ja, aber Spiel geht's immer nur um plumpen Scheiß, wenn die Leute, die halt irgendwie unter Spielen nur Pac-Man verstehen, nur Super Mario kennen, oder nur halt, was ich, Counter-Strike, was weiß ich was, die halt irgendwie überhaupt keine Spieleentwicklung durchschauen können, die sich auch nicht dafür interessieren im Großen und Ganzen. Und das für mich sozusagen ein Gegenbeweis dafür ist, dass man sagt, okay, Spiele machen irgendwie doof oder machen irgendwie keine Ahnung was, es ist erst dann nur für, ist nur ein bloßer Zeitvertreib in irgendeiner Form. Ich glaube tatsächlich, dass dieses Spiel weiterbringen kann, ist vielleicht übertrieben, aber es ist halt irgendwie, es ist halt eine extrem gute Erfahrung, wie als wenn man ein sehr, sehr gutes Buch gelesen hat. Nur halt, dass man sozusagen auch selbst an diesem Buch mitarbeiten konnte in gewisser Weise. Das finde ich schon ziemlich geil. Ja, ich glaube, ich höre jetzt mal auf. Wie gesagt, es gefällt mir sehr gut, dieses Spiel. Ich weiß noch nicht, was jetzt direkt im Anschluss kommen wird. Ich hätte was im Kopf, hab's aber gerade jetzt hier wieder nicht mehr im Kopf, aber passiert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dieses Spiel. Ich habe immer versucht, auf eure Kommentare einzugehen, habe sie auch immer fleißig gelesen. Ist ein Projekt, was ich abgeschlossen habe, worüber ich extrem stolz bin, das abgeschlossen zu haben, weil es ein Spiel ist, vor dem ich tatsächlich, ich möchte sagen, nicht Angst, aber auf jeden Fall Ehrfurcht empfunden habe, weil ich mir jetzt dachte, ach, das ist eins dieser älteren Rollenspiele, jetzt mal ohne jetzt die Diskussion wieder aufzugreifen, was ein älteres und was ein Klassiker ist und weiter und so fort. Aber es ist definitiv ein Klassiker, könnte man wahrscheinlich sagen, oder ein maßgebliches Spiel seiner Art. An dem wahrscheinlich auch viele Leute gescheitert sind. Ich weiß nicht genau, es gibt wahrscheinlich auch genug Let's Plays, die es natürlich beendet haben und so weiter und so fort, und darum geht's auch gar nicht, aber ich find's halt bemerkenswert, dass dass dieses Spiel so unglaublich komplex ist, dass man, glaube ich, das nicht einfach leichtfertig durchspielen kann. Man kann sich nicht einfach so durchklicken, weil man einfach dann nicht begreift, was man gerade tut. Wenn man die Dialoge nicht gelesen hat, kann man dieses Spiel einfach nicht schaffen. Das kann man wahrscheinlich so sagen, oder das ist einfach nur reiner Zufall. Ich glaube, Leute, die Dialoge wegklicken, sind für dieses Spiel überhaupt mal gar nicht geeignet. Die werden nach spätestens nach Stunde sagen, Alter, hab ich überhaupt keinen Bock mehr. Die finden das Setting natürlich ganz geil. Und ich glaube auch viele Leute, die halt sagen, die halt gehört haben, Mensch, Planescape Torment mussten wir gespielt haben, so wie ich es ab jetzt auch jedem empfehlen werde. Ist ein fantastisches Spiel, wenn du mehr über Spiele an sich wissen willst, wenn du ein passionierter Gamer bist, falls du halt irgendwie Bock hast, dich in deinem Gamer-Dasein weiterzuentwickeln, sage ich mal, zu sehen, was dieses Spielmedium überhaupt leisten kann noch, dann schau dieses Spiel an. Aber ich glaube, viele Leute, die halt irgendwann einfach nur das gehört haben oder das in irgendwelchen Top-10-Listen gesehen haben, der besten Spiele der Welt oder aller Zeiten oder was weiß ich was, zu denen es definitiv gehört, meiner Meinung nach, und die einfach nicht diesen langen Atem haben, die werden wahrscheinlich daran gescheitert sein. Die sich einfach sagen, ach, ist mal cool, das gespielt zu haben. Leute, die mitreden wollen, einfach nur. Ich glaube, das Spiel kann man einfach nicht auf 2 Minuten zusammenfassen. Das ist auch so eine Sache. Ich fange wieder von vorne an, tut mir leid. Das ist auch so eine Sache. Es gibt einige Spiele, also es gibt ja diese, ich nenne sie mal Sensation Seeker, Leute, die ja irgendwie mitreden wollen im Großen und Ganzen, was ja an sich okay ist. Jeder will irgendwie bei den aktuellen Filmen da mitreden können, jeder möchte bei den aktuellen Serien mitreden können und immer so ein Bild sein, was da gerade läuft oder was da gerade abgegangen ist. Es gab diverse Hypes, was ich, Game of Thrones, Breaking Bad, diese ganzen Dinge, jetzt ist gerade, was ist, Infinity Wars oder sowas, mit den Avengers und so weiter und so fort. Erstmal interessiert es ein halben Jahr sowieso kein Schwein mehr, davon abgesehen. Dann wird es wahrscheinlich jeder mal irgendwie gesehen haben. Und es ist nicht wahrscheinlich, also ich habe es noch nicht gesehen, den aktuellen Avengers-Film, aber ich werde mich in einem halben Jahr noch genauso mitnehmen, jetzt sozusagen, wie jetzt. Also es gibt jetzt keinen Bonus, dadurch, dass ich jetzt mit allen darüber reden könnte, wenn ich es wollte. Aber es gibt halt einige Leute, aber es gibt halt wahrscheinlich viele Leute, die jetzt sagen, dieses Spiel musste man gespielt haben, das ist sozusagen auf der Bucketlist, die ist aber
aber eigentlich nicht wirklich spielen wollen und keine Zeit haben, das wirklich zu spielen, die dann auch das Problem haben, dass dieses Spiel nicht mal sich noch schnell in der Komplettlösung beziehungsweise in 5 Minuten Zusammenfassung mal eben durchlesen können, weil das einfach das Spiel nicht vermittelt, das Spielgefühl wird nicht dadurch vermittelt werden. Ich glaube, dass es in Fallout oder sowas durchaus möglich wäre, obwohl es auch ein großartiges Spiel ist, eine großartige Spieleserie ist, das Spielgefühl, sag ich mal, irgendwie zu transportieren, dass man sozusagen sagen kann, oder dass man die Geschichte so groß im Ganzen, oder sagen wir mal in 20 Minuten Aufwand oder eine Stunde Aufwand sich irgendwie mal so geben kann. Ich glaube aber nicht, dass es bei Planescape Torment so einfach möglich ist. Ich glaube, dafür muss man sich einfach praktisch die gesamte Geschichte anschauen, beziehungsweise Kraft auf 20 Stunden oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube, wenn man hier zum Beispiel Dialoge im Großen und Ganzen überspringt, dass man einfach weniger Spaß daran hat, weil die Komplexität wiederum die Geschichte noch runder macht, noch voller macht, noch gehaltvoller macht. Und das ist irgendwie was man sozusagen nicht mal eben so schnell gemacht haben kann. Also man kann zum Beispiel mal eben so was weiß ich, Super Meat Boy durchspielen. Na klar, dauert das wahrscheinlich ein Wochenende, um sich eben diese ganzen Skills anzueignen und so weiter und so fort. Und da kann man irgendwie sagen, ich habe Super Meat Boy gespielt, alles gut, hab's durchgespielt, ich weiß, wie es lief, alles wunderbar. Man kann Super Mario relativ schnell durchspielen, man kann Mega Man durchspielen, man kann Jump Runs natürlich relativ einfacher, man kann, man kann Minecraft mal ein paar Stunden gespielt haben, man weiß dann irgendwie ganz gut Bescheid, kann mitreden und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, hier nicht einfach möglich. Man kann ein Spiel nicht einfach nur anspielen und sagen, ich habe das gespielt, weiß jetzt, worum es geht im Großen und Ganzen. Man muss es wirklich durchgespielt haben, weil das Spiel hält bis zum Schluss die Spannung. Und damit höre ich jetzt auch mal langsam mal auf, nach einer Stunde und 10-11 Minuten, die ich jetzt irgendwie rede, diese Folge jetzt ausführe. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, mit euch dieses Spiel zu erleben, euch dieses Spiel präsentieren zu können. Ich wollte dieses Spiel bewusst etwas ruhiger mal präsentieren. Schaffe ich in der letzten Folge gerade nicht, weil ich gerade so aufgeregt bin und so überschwänglich darüber reden muss. Ich habe bewusst versucht, langsam zu sprechen. Habe ich nicht immer geschafft, sozusagen bewusst die Dialoge getragen vorzulesen, immer nicht einfach so rüber zu haspeln, weil ich wusste, dass dieses Spiel von Dialogen lebt, wusste ich von Anfang an. Ich hoffe, es ist mir halbwegs gelungen. Ich hoffe, ihr hattet irgendwie Spaß damit. Ich hoffe, ihr guckt euch auch meine weiteren Let's Plays irgendwann mal an. Hoffe, ihr bleibt mir irgendwie in irgendeiner Form gewogen. Ich bleibe dem Spielgenre natürlich auf jeden Fall gewogen. Freue mich auch schon auf die nächsten Spiele. Freue mich jetzt auf die Fortsetzung noch von Pillars of Eternity und den ganzen weiteren Rollenspielen, die noch alle kommen werden. Mal schauen, was als nächstes kommt. Hey, glaube ich, mal irgendwann ein Video veröffentlicht, was sagt, was ich als nächstes kommen würde. Ich nehme an, da ist der Nachfolger. Weiß nicht, ob das jetzt Fallout 3 war oder Fallout 2 oder ich weiß es nicht mehr genau. Obwohl sinnvollerweise jetzt Fallout 3 höhere Priorität haben dürfte, weil in einem Winterlight 2 Pillars of Eternity gleichzeitig zu spielen, das ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel Fantasy-Rollenspiel auf einmal. Das wäre vielleicht nicht so ideal, aber mal gucken, was kommt. Will mich jetzt wirklich nicht genau festlegen. Ich hatte irgendwie mal einen Plan im Kopf. Wie gesagt, ist gerade alles fusselig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, einen schönen Morgen, wann auch immer ihr das guckt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.